Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Erfolgreich Haarausfall stoppen, dem Ratgeber rund um Haarwachstumsmittel, ja, und um Haarwachstum generell natürlich. Nun fragt ihr euch sicherlich, was will denn dieser Kerl jetzt schon wieder auf YouTube, auf diesem Kanal hier, wo er sich doch bestimmt so 5, 6, 7 Monate lang nicht blicken lassen hat. Hey, und das stimmt. Mein letzter Beitrag, und wenn wir einfach mal zurückschauen, war so um die Jahreswende 2019, 2020. Da bin ich damals von Sabbatical gerade zurückgekehrt, habe nochmal kurz ein Update gegeben und seitdem habt ihr nichts wieder von mir gehört. Und das soll aber nicht so bleiben. Ich melde mich hiermit wieder und bin wieder zurück und werde auch diesen Kanal weiter betreiben, aber etwas anders als zuvor, anders als ihr es kennt. Und genau das und die Gründe auch, warum ich das jetzt mache, werde ich euch nochmal ganz genau erläutern. Bleibt dran! Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, und das rate ich euch dringend, dann werdet ihr wissen, ich war 2019, das letzte halbe Jahr, in einem großen Sabbatical in Südostasien und habe es mir da ja so richtig gut gehen lassen. So richtig gut ging es meinen Haaren da auch noch, aber ich habe gemerkt, durch diese Lösung, die ich da mitgenommen und auch natürlich regelmäßig aufgetragen habe, von Minoxidil, von dem Regain, tja, da hat es ein bisschen auf meiner Kopfhaut gekribbelt und gejuckt und dieser Juckreiz ist dann stärker geworden zum Dezember hin. Im Januar war es dann gar nicht mehr auszuhalten, so dass ich eigentlich normalerweise sage, hey, es ist eine ganz normale Nebenwirkung. Normalerweise teste ich dann auch wieder meine Shampoos, normalerweise teste ich dann auch verschiedene Mittelchen und stelle sie euch gerne vor, so wie ihr es von mir gewohnt seid. In dem Moment sind in meinem Leben dann andere Dinge wichtiger geworden. Ich habe eine kleine Familie bekommen, dann kam natürlich noch Corona dazu, sodass ich zwar sehr, sehr gerne ja mit dieser Therapie weitergemacht hätte und mich um dieses Experiment gekümmert hätte und auch sehr, sehr gerne weiter auf den Laufenden gehalten hätte. Allerdings hat es dann in dem Moment die Zeit nicht mehr zugelassen und da musste ich dann abwägen, priorisieren. Ja, du hast jetzt eine kleine Familie. Ja, du hast neue Herausforderungen durch Corona. Auch beruflich bedingt waren einige Dinge, die sich mein Leben geändert haben. Und da war einfach nicht mehr die Zeit, da hinterher zu sein und ja, sich darum zu kümmern, wie das nun genau weitergeht mit der Therapie, mit dem Juckreiz. Und nun, vor ein paar Wochen, war ich dann an einem Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, du hast die Minoxidilkur 2019 angefangen. Sie hat ja doch schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht und hat sich auf meiner Kopfhaut gezeigt, noch nicht komplett, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist noch nicht komplett das Ergebnis und diese Haarfülle erreicht worden, wie ich mir das erwünscht oder erhofft hatte. Allerdings hat sich auf jeden Fall eine Veränderung auf der Kopfhaut gezeigt. Und jetzt hast du das im Dezember dann oder Januar abgebrochen, pausiert, sagen wir mal. Und das fand ich schon schade, zumal auch viele, viele Leute nachgefragt haben bei euch, auch von YouTube, auch meinem Ratgeber. Chris, wie sieht's denn aus? Warum hört man von dir nichts mehr? Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, kleine Rekapitulation, warum mache ich nicht mehr? Also was hindert mich daran, gerade jetzt Minoxidil weiter aufzutragen und aber auch euch natürlich gerne weiter Bericht zu erstatten, wie es gerade bei mir auf dem Kopf aussieht? Es ist das Thema Zeit. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, das Minoxidil selber, die Therapie, verbraucht eigentlich nicht viel Zeit. Ihr wisst das selber, zweimal am Tag auftragen, dann vielleicht mal ein bisschen um die Nebenwirkungen kümmern, hier mal ein Cremchen, dort mal ein Säbchen ausprobieren. All das habe ich schon gemacht, gar kein Problem. Jetzt natürlich die Sache, was am meisten Zeit verschlungen hat, war die Aufbereitung der Videos. Wenn ihr meine vorherigen Videos kennt, die waren mit einem Greenscreen, habe ich da hinten drum aufgebaut, mit extra Beleuchtung, dann den Ton nochmal nachjustiert, alles geschnitten. Und das hat schon eine Menge Zeit verschlungen, inklusive mit diesen Ratgebertexten, die noch drumherum entstanden sind, auf Facebook, auf Instagram, alles, was ich darum gemacht habe. Wunderbar. Aber dann habe ich mir überlegt, brauchst du das wirklich? Eigentlich, was ihr braucht, ist ja wirklich nur ein Status-Update. Zusammen mit Informationen, wie sieht es auf meinem Kopf aus, vorher, nachher Bildern, dann natürlich diesen Graphen, den ihr sehr geschätzt habt, also wie entwickeln sich zum Beispiel Nebenwirkungen, wie entwickeln sich die Haardichte und so weiter und so fort. Das sind alles die Themen, die wirklich interessieren. Euch interessiert überhaupt gar nicht, ob jetzt im Hintergrund ein blauer Hintergrund ist oder einfach mein Wohnzimmer hier ist, wie ihr es jetzt gerade seht. Deswegen komplett Ballast abwerfen. Wir machen jetzt einfach nur das, was keine Zeit raubt und konzentrieren uns aufs Wesentliche, nämlich auf die Minoxidilkur. Und die, meine lieben Freunde, fange ich wieder an. Jetzt in diesem Jahr noch, und zwar am 15. November, möchte ich gerne wieder starten. Ich weiß, letztes Jahr hat Minoxidil schon auf meine Kopfhaut einiges bewirkt. Ich habe wieder aufgehört. Ich möchte nochmal starten. Ich möchte einfach nochmal eine Chance geben. Und ich rufe euch auf. Ich habe nämlich eine Menge Personen oder ja, Freunde auch schon fast gewonnen im Kanal, die gesagt haben, ja, ich weiß noch nicht genau, was soll ich mit Minoxidil anfangen? Wie sind denn so die Nebenwirkungen? Was passiert denn so in den ersten paar Monaten? Was ist überhaupt mit dem Chatting? Und so weiter und so fort. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, aber jetzt einfach mal beginnen wollt,
Tut's mir doch gleich. Am 15. November fangen wir gemeinsam an. Wir starten eine Minoxidil-Rallye, keine Ahnung, wie ihr das nennen möchtet, und starten gemeinsam mit dem Haarwachstumsmittel, mit Minoxidil. Ich begleite euch und wir werden genau zu demselben Zeitpunkt starten, vielleicht plus minus ein paar Tage, gehen genauso dieselben Nebenwirkungen durch, genau dieselben Effekte durch, haben hoffentlich aber auch dieselben Erfolge am Ende. Und dadurch, dass wir das alles zeitgleich machen, könnt ihr genau das eins zu eins mitverfolgen, was ich durchmache. Ihr könnt Fragen stellen über die Effekte, die bei euch gerade auftreten. Wir können es dann live beantworten. Das ist quasi eine betreute Therapie, wenn man so mag. Und wenn ihr da Bock drauf habt, das heißt, wenn ihr am 15. November auch starten wollt mit Minoxidil, dann lade ich euch ganz herzlich ein. Ich starte hier nochmal das Minoxidil-Experiment 2.0. Ich werde diesmal auch einiges anders machen. Ich habe viel gelernt vom letzten Jahr und diese Learnings und diese ganzen Erkenntnisse, die werde ich euch natürlich komplett mit schildern, werde mit reinbringen in diese neue Berichterstattung. Und am 15. November geht es hier los auf diesem Kanal Erfolgreich Haarausfall stoppen, zusammen begleitet mit dem Ratgeber, den ihr auch hier unten seht auf der URL. Da könnt ihr euch dann auch entsprechend immer informieren und alles durchlesen, die jeweiligen Berichte aller paar Wochen. Und ich hoffe, wir gehen einfach gemeinsam durch diese Zeit. Und dieses Datum ist auch nicht umsonst gewählt. Da habt ihr nämlich noch genug Zeit, nämlich 4 Wochen am Stück, um euch mit Minoxidil, Kirklens, Alopexie, keine Ahnung, was ihr nehmen möchtet, eher einzudecken. Das heißt, die erste Fuhre zu bestellen. Wenn ihr euch eindecken wollt mit Regain, hier unten gibt es das Regain mit den besten Angeboten. Habe ich für euch zusammengestellt. Guckt einfach mal rein. Und ihr könnt auch gerne nochmal hier auf dem Ratgeber links und rechts, oben und unten, die weiteren Videos anschauen. Lege ich euch ganz stark ans Herz. Da geht es schon um Thema Nebenwirkungen, da geht es schon um Thema Effekte, die dabei auftreten, aber auch kleine Erfolge. Schaut euch einfach mal an, informiert euch mal vorab. Und natürlich ist mir vollkommen klar, es sind noch eine Menge Fragen offen, die ich jetzt hier in diesem kurzen Kickoff-Video nicht ganz klären konnte. Ja, Fragen zum Beispiel wie: Hey Chris, wie sieht es denn mittlerweile auf deiner Kopfhaut aus nach dieser 6-monatigen Pause? Oder warum startest du jetzt nochmal mit Minoxidil und nimmst nicht irgendwie Finasterid oder Propecia mit dazu? All diese Fragen werden jetzt noch in den nächsten Tagen mit beantwortet. Ich werde noch ein paar Videos dazu machen, beziehungsweise ein paar Beiträge dazu schreiben. Findet ihr wie immer auf diesem Blog oder hier bei YouTube. Schaut einfach rein und abonniert den Kanal natürlich. Und für alle da draußen, die jetzt noch nicht ganz so schlüssig sind, und noch so ein bisschen auf der Kippe stehen, soll ich es mal mit Regain probieren, mit Minoxidil? Ich habe jetzt leicht lichteres Haar. Ich merke schon irgendwie, wie dann die Stellen so ein bisschen in der Kopfhaut durchkommen. Probiert es einfach mal. Startet mit mir am 15. November. Wir werden gemeinsam die Fragen beantworten. Und ansonsten, ja, bin ich natürlich jetzt gerade wieder bei diesem Neustart total erpirscht drauf. Was denkt ihr darüber? Macht diese Aktion Sinn? Wie möchtet ihr diesen Neustart begleiten? Habt ihr vielleicht Wünsche, spezielles Feedback oder Kritik oder Anregungen jetzt für diese Strecke, für die nächsten Monate? Wie soll ich meine Videos gestalten? Wie soll ich meine Ratgeberstrecke gestalten? Haut einfach alles unten in die Kommentare. Auch Fragen, die ihr jetzt habt, die sich euch gestellt haben, alles direkt unten rein. Ich würde mich freuen. Und ansonsten habt ihr noch hier ein paar weitere Videos, die ihr schon mal vorab durchschauen könnt. Da gibt es dann die ersten Informationen. Und ansonsten sehen wir uns die nächsten Tage in den Videos oder spätestens am 15. November zum Start von Regain 2.0. Ciao!